Hallo, ich bin die Mia. Und ich bin die Susan. Wir beide besuchen den Enrichment-Kurs Jugend präsentiert Bionik am Julius-Echter-Gymnasium in Elsenfeld. Dort beschäftigen wir uns unter anderem mit reibungsarmen Oberflächen bei Tieren. Und wir erklären jetzt in unserem Video, wie solche Oberflächen beschaffen sein müssen. Dafür schauen wir uns zwei Beispiele an. Zum einen den Hai und zum anderen den Sandfisch. Bleiben wir zunächst mal bei der Oberfläche des Sandfisches, die es ihm ermöglicht, durch den Sand zu schwimmen wie ein Fisch durchs Wasser, ohne dass seine Schuppen zerkratzen. Da denkt man doch eigentlich, dass die Schuppen ganz glatt sind. Doch wenn man diese unter einem Elektronenmikroskop betrachtet, fallen die quer zur Sandströmung verlaufenden Schwellen auf. Der Abstand zwischen diesen beträgt gerade mal 8 Mikrometer, was dem Zehntel eines Haares entspricht. Um zu verstehen, was diese aber bringen, müssen wir uns den Sand etwas genauer anschauen. Hierfür vergrößern wir ein Sandkorn und erkennen, dass es mit unzählig vielen Tonpartikeln besetzt ist. Was jetzt mit diesem Sandkorn auf der Oberfläche passiert, erklärt euch jetzt Susan in einem Modellexperiment. Für unser Experiment brauchen wir eine Kartoffel, die das Sandkorn darstellt. Diese wird zuerst in Wasser getaucht. Und diese feuchte Kartoffel wird daraufhin in Mondkörner gelegt und gedreht, sodass diese an der Oberfläche haften bleiben. Die Mondkörner symbolisieren die Tonpartikel auf dem Sandkorn. Und was passiert, wenn man diese jetzt über eine glatte Oberfläche zieht? Klar, die Mondkörner wirken wie eine Schmirkelschicht und das bewirkt eine höhere Reibung und die Oberfläche würde zerkratzt werden. Aber was passiert, wenn wir in unserem Modellexperiment die Kartoffel mit Mondkörnern über eine Oberfläche mit quer verlaufenden Riefen ziehen, wie das beim Sandfisch der Fall ist? Man kann erkennen, dass die Mondkörner, die ja die Tonpartikel darstellen, abgestriffen werden, sodass die Oberfläche nicht zerkratzt. Somit gleitet die Kartoffel, also das Sandkorn, mit weniger Reibung über die Oberfläche. Betrachten wir jetzt mal einen Hai, der schnell durchs Wasser schwimmen kann. Auch hier könnte man denken, dass eine glatte Oberfläche am günstigsten ist. Schauen wir es uns doch jetzt mal genauer an. Bewegt sich ein Körper langsam durchs Wasser, dann ist das nicht unbedingt schlecht, denn das Wasser gleitet an der Oberfläche entlang. Man spricht auch von einer laminaren Strömung und diese stellt kein Problem dar. Anders ist das aber, wenn der Körper sich schnell durchs Wasser bewegt, wie es zum Beispiel der Hai bei der Jagd machen muss. Da entstehen an der glatten Oberfläche große Wirbel, die den Hai abbremsen würden. Man spricht hier auch von einer turbulenten Strömung. Und das ist schlecht. Aber wie verhindert der Hai das? Dafür schauen wir uns die Oberfläche des Hais mal genauer an und zoomen ran. Die Haut ist ja gar nicht glatt, sondern ist mit winzig kleinen Zähnchen besetzt. Durch diese Zähnchen entstehen winzig kleine Kanäle, die man auch Wirblets nennt. Aber was bringen die denn jetzt überhaupt? Ganz klar, die Wirbel, die dadurch entstehen, bleiben sehr klein und werden abgeleitet, wodurch der Hai beim schnellen Schwimmen einen geringeren Wasserwiderstand hat. Können wir davon lernen und dieses Prinzip auch auf technische Produkte übertragen? Ja klar, bei einem Flugzeug, das schnell fliegt, entstehen ja auch Wirbel, die das Flugzeug abbremsen. Deshalb haben Ingenieure eine künstliche Haihautfolie erfunden, die man auf das Flugzeug kleben kann. Unter dem Mikroskop erkennt man sehr gut die künstlichen Riblets, an denen die entstehenden Wirbel abgeleitet werden. Leider hält diese Folie starken Temperaturschwankungen und starker UV-Strahlung schlecht stand, weshalb noch viel geforscht werden muss, bis man sie an Flugzeugen anwenden kann. So einfach ist es also doch nicht, die genialen Erfindungen der Natur zu kopieren. Ihr habt also gesehen, dass eine Oberfläche nicht unbedingt glatt sein muss, um möglichst reibungsarm zu sein. Im Gegenteil, die quer verlaufenden Riefen wie beim Sandfisch oder die längs verlaufenden Riefen wie beim Hai ermöglichen eine reibungsarme Fortbewegung im Sand als auch im Wasser. Wir hoffen, euch hat unser Video gefallen. Bis bald. Tschüss.